läuft ja zurzeit. Welchen neuesten? Na, Jurassic Worlds. Der neue, der jetzt im Kino läuft. Kenn ich noch nicht. Nee? Muss ich dir nachher mal einen Trailer schicken, Sparerabel. Da kann ich auf YouTube gucken. Ja. Und bald soll ein neues Minecraft-Update kommen, da freue ich mich schon drauf. Und da soll es dann endlich gefärbtes Glas geben und verschiedene Zaunsorten, also von den verschiedenen Baumsorten, die Zäune sozusagen. Dass du, wenn du aus Birkenholz Zäune machst, dass du dann auch helle Zäune hast sozusagen. Das wäre schon geil. Ja, bin mal gespannt. Na, 4J Studios. Die haben das jetzt. Auf Twitter haben sie halt wieder so ein Bild gepostet, ne? Wo man im Hintergrund da wieder so ein. So wie sie es eigentlich immer ankündigen. Da siehst du halt im Hintergrund so ein Screenshot von Minecraft und da sieht man halt die neuen Dinge immer, die da so reinkommen. Ja. Und da sieht man halt schon gefärbtes Glas und verschiedene Zäune. Gerrit 328, hallo, grüß dich. Willkommen im Stream. Sag mir was, du hast glaube ich schon mal irgendwann zugeschaut. So. Jetzt haben wir schöne große Fläche. Mal gucken, was wir daraus machen. Ne? Da hinten ist noch ein Loch irgendwie. Und guck mal, hier sind überall diese Schattenbugs, siehst du das? Guck mal hier. So wie so ein nasser Fleck. Hast du da gestrullert, Spargel? Du sollst doch nicht hier mehr in der freien Oberfläche strullern. Du sollst auf deine Toilette gehen. Spargelrage. Überall hat er hingestrullert. Da. Mann. So. Ja, Gerrit war schon mal mit dabei. Und hier auch schon wieder so ein komischer Schattenbug. Was ist denn das? Hä? Ah, jetzt ist er weg. Alles klar. Einfach den Schatten einmal hauen, dann haut er ab. Nee, hier der nicht. Den kann ich verprügeln, wie ich möchte. Der haut nicht ab, der Schatten hier. Komisch. So, Spargel, wollen wir anfangen? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Hast du schon eine Idee? Nö. Komplett planlos mal wieder. Also wird's hässlich. Ja, das auf jeden Fall. Klar, das ist ja auch das Ziel eigentlich, oder? Hässliches Restaurant. Ah, ich weiß nicht. Ich habe auch überlegt, das sieht auch doof aus, ne? Ja, das sieht auch scheiße aus. Wenn wir den Weg hier, der zu meinem Haus führt, hier nochmal ableiten und nochmal hier um diesen kleinen Hügel rumleiten, damit man überhaupt noch einen Weg hat zu Nassats Haus. Den kannst du ja hier an dem Hügel wieder hier dran vorbei nochmal leiten. Hier, du weißt. Bup. Ja. Siehst. Ja, richtig, das wollte ich, habe ich ja überlegt. Dann hier so lang. Ich habe meinen Garten auch immer noch nicht gebaut. Ich wollte eigentlich noch einen Garten hier hinten hinbauen. Das Blöde ist, dass er direkt vor seinem Eingang die Hühnerfarm hier hat, ne? Ja. Vielleicht noch gar nicht drin. Oh, hast du eingesammelt, Gewehr? Echt? Habe ich dir eingesammelt? Hier, bitte. Gib dir jetzt einmal eine Schaufel. Weiß ich gar nicht. Kannst du die Welt mal zeigen? Kann ich groß zeigen. Das meiste siehst du eigentlich hier. Und sonst kannst du einfach auf... Machen. Sonst kannst du auch auf YouTube einfach mal... Gehen. Schnappflette gehen. Sonst einfach mal auf YouTube schauen, da haben wir alle Folgen. Sonst, wie gesagt, hier siehst du mein Haus, das hat der Nasat hier gebaut. Es geht auch noch unter. Jo, bis gleich, Spargel. Hier geht's unter Wasser noch.
Er hat erst angefangen, ja, alles unter Wasser zu bauen und dann hat er oben das Häuschen raufgesetzt. Mein Häuschen da vorne sieht von hinten jetzt nicht so besonders aus. Das Spargelshäuschen. Da hinten haben wir eine Baumschule. Da ist eine Scheune. Da oben dieses Konstrukt, was da steht, das ist unsere Stammzuschauerwand für die Leute, die immer zuschauen, immer mit dabei sind im Stream. Da das Lagerhäuschen. Dann haben wir ja die Erntemaschine. Ich mache jetzt einfach so einen Schnelldurchlauf. Den Rest kannst du dir alles, wie gesagt, auf YouTube entweder anschauen. Hier Erntemaschine. Haus von Yannick. Das ist das Haus von Paul. Da ist ein Haus von Manu. Das da hinten gehört zu Blazy, die beiden rechten Häuser da hinten. Und das hier hinten ist fast alles Manu World. Das hat fast alles Manu gebaut, der SPVGG. Das hat er fast alles gebaut. Das ist eine Achterbahn, ist da und eine Wasserrutsche. Hier nochmal Pauls Haus. Und hier unter Wasser ist JR sein Haus. So. Warte, ich schicke dir mal ganz kurz schnell Link zu YouTube. So. Dann gehen wir mal zu Jaya unten ins Haus einmal rein. Hier ist der Eingang. Ja, und wie gesagt, auf YouTube kann man halt die ganze Welt mitverfolgen, wie die ja so langsam entsteht. Da mache ich dann meistens am Ende des Streams, mache ich dann immer einen Rundgang, was die anderen Leute hier so gebaut haben, die hier meistens mitzocken. So, das ist JRs Unterwasserhäuschen hier. Genau. Jo, sonst gibt es hier eigentlich auch nichts. Und jetzt wollen wir halt ein Restaurant bauen, damit wir ein Häuschen haben für unser ganzes Essen. Aber irgendwie haben wir noch keine wirkliche Idee. So, ich würde jetzt gerne schlafen gehen, aber der Spargel ist gerade AFK. Das heißt, das wird nichts bringen, mich ins Bett zu legen. Ich werde jetzt einmal mal da zum Spargel hinrennen und mal schauen, ob der überhaupt in Sicherheit ist. Nicht, dass er da auf einmal in der Luft gesprengt wird vom Creeper. So, ich muss aber was essen. Was ist sonst los? Herzlich willkommen an alle 7 Zuschauer. Was macht ihr so? Wie geht's euch? Wie ist das Wetter heute bei euch? Hier in Hamburg ist es ziemlich bewölkt. In der Sonne ist ganz warm, aber der Wind ist kalt. Ach, der Spargel schläft. Hat er jetzt wahrscheinlich im Stream gehört, dass ich schlafen möchte. Gehe ich mal an Spargel sein Häuschen schlafen. Endermänner klatschen. Ja, würde ich gern, aber jetzt ist der Spargel auch nicht da. Ach, dem Random geht's gut, das ist schön. Ich halte mal Ausschau nach ein paar Endermännern. Ein paar Creeper töten. Ich weiß auch nicht, wo der Spargel ist. Der war doch hier noch, ne, glaube ich. Ah, da unten steht er irgendwo, alles klar. So, wie geht's dir so? Joa. Läuft. Bin ein bisschen müde irgendwie. Hab nicht so lange geschlafen. War gestern noch GTA gestreamt und dann noch ein bisschen GTA gezockt danach. Nicht mehr lange, aber ein bisschen. Ziemlich wenig geschlafen. Heute Morgen irgendwie aufgewacht. Konnte nicht mehr einpennen. Dann war ich wach. Dann habe ich in GTA meine Tagesziele fertig gemacht. Oh! Hab ein bisschen Tennis gespielt in GTA. Dann habe ich mit dem Spargel noch ein paar Rennen gefahren. Dann bin ich zur Bank gegangen, war einkaufen, hab was gegessen und seitdem streame ich. Und jetzt bin ich irgendwie so ein bisschen müde, hab Kaffeedurst, aber ich will jetzt auch nicht in die Küche gehen und mir Kaffee machen. Nicht schlafen? Mann ey. Mann ey. Nee, Endermänner klatschen. Mojo hat mich erinnert, dass wir ja Endermänner klatschen wollen. Hier ist gerade mir ein Creeper explodiert in der Nähe von meinem Haus. Ist natürlich nicht. Bei NASA hat vom Haus alles frei, kannst du das sehen? Ja, alles frei.
falsche Richtung. Oh Mann, ey, diese blöden Creeper. In Köln ist auch bewölkt. Hey, hier geht's. Hier kommt so alle 1,5 Stunden mal die Sonne für 10 Minuten raus. Heute Morgen war echt schön, da hat die Sonne echt lange noch geschienen. Hier scheint die Sonne. Echt? Kein Wölkchen am Himmel? Nee. Doch, du hast es auch. Hier ist auch recht freundlich, ne? Das ist jetzt keine grauen, dunklen, grauen Wolken. Also schon helle Schäfchenwolken, aber ziemlich große. Dadurch ist es dann lange Zeit immer bewölkt. Oder und ohne Sonnenschein. So, ich muss was essen schon wieder. Und wie geht's dir so, Spargel? Gut. Gut. Ich hab Kaffeedurst. Ist bald vorbei. Dann geht's wieder zum Ackern. Richtig. Wieder Zug fahren. Auf Spieler gerade gespeichert, ne? Hat gerade geleckt. Du brennst. Ich weiß. Mir war kalt, ich habe mir mal ein bisschen angezündet. So, ich glaube, ich inhaliere jetzt nochmal, oder? Kati, grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. Und alles Gute zum Geburtstag, Kati. Kati hat heute Geburtstag. Kati hat heute Geburtstag. Ja. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Während hier beinahe ein Creeper explodiert wäre. Ja, Feuerwerk zum Geburtstag, Spargel. Mach mal. Komm mal, Feuerwerk hier. Ich bin gerade nicht da. Komm! Feuerwerk für Kati, komm! Ja, Mann! Siehst du? Extra Feuerwerk für dich hier live im Stream. Spargel! Sogar gestorben für dich! Guck mal, was wir alles machen für dich zum Geburtstag. Ja, Mann! Beim Kampf gegen Zombie verbrannt. Hat der dich angesteckt? Ja, weil ich nur mit meinem Feuerschwert geschlagen habe. Achso. Schon wieder Creeperloch jetzt hier. Boing. Wo ist mein Zeug? Wo du gestorben bist, muss das sein. Ich weiß auch nicht, wo du gestorben bist, genau. Random schreibt, ach ja, Dave, was denn? Enderman, ich sehe einen Enderman. Du siehst einen Enderman? Bring ihn her. Lock ihn her, lock ihn her. Den müssen wir töten, unbedingt. Unsere letzte Perle. Er kommt. Oh Gott. Oh Gott. Kommt er? Ja. Komm her! Alter, der hat mich geschlagen. Ich habe noch 2 Herzen. Du musst weitermachen. Oh, ich werd gekriegt. Wo ist er? Ist weg. Wie nimmst du YouTube auf? Direkt eigentlich über Twitch. Ich habe keine Capture-Card oder so. Ich mach das ja sowieso über Twitch. Und dann nehme ich einfach das, was ich auf Twitch gestreamt habe, sozusagen. Ich sehe ihn nicht mehr. Als YouTube-Folgen. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Ist er wieder hier oben auf der Plattform? Nee. Auf wen ist er denn böse? Da müsste er eigentlich wiederkommen, dann zu irgendjemand von uns beiden. Aber irgendwie... Na, du hast ihn geschlagen. Och, Enderman, come on. Ich habe ihn nur angeguckt. Ich habe ihn geschlagen und der hat mich auch geschlagen. Da hat er sich wegteleportiert. Ich habe ihn gehört, er hat sich teleportiert gerade irgendwie. Oh, er ist direkt neben mir teleportiert und hat mich totgeschlagen. Mann, ey. Alter Falter. Dö. Hast du kein... Ja, Mojo, ich habe ein Schwert, aber das ist ein Verbrennungsschwert. Und wenn ich das Verbrennungsschwert gegen den Enderman einsetze, dann teleportiert er sich für alle Zeiten weg. Ich bin auch tot. Okay, er ist noch da. Oha, random, ich kann jetzt erstmal nicht so viel lesen. Ich gucke mir das gleich alles an. Ich habe, ja, das hab nur dieses Verbrennungsschwert, ne? Das, dann teleportiert er sich komplett weg. Ich habe ihn getötet, Perle gedroppt. Geil. Hast du mein Zeug eingesammelt? Ja, ich bin hier so ein bisschen durchgerannt, ja. Aber nicht alles. Ich muss mich gerade verteidigen. Ich muss also mein restliches Zeug noch einsammeln hier. Oh, so viele Monster hier! Oh, nein! Creeper hat die Plattform gesprengt. Alter, was ist denn hier los? Aber ich hab eine Perle. Ich hab eine Perle. Wir können die scheiß Plattform abbauen. Wir haben genug. So, und... Mojo schreibt, ja, Mann.
Und FiaDieb69 schreibt irgendwelche Worte wieder in den Stream. Stimmt, du alles Mist. Oh nein! So, hast du deine Sachen? Ich hab soweit alles, ja. Ich hab nichts mehr zu essen, das ist mein Problem. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwie noch Brot backen kann. Gerrit, hau rein. Bis denne. Mach dir noch einen schönen Tag. So. Habe ich denn hier irgendwo noch Weizen? Hier ist 15 Mal. Hier ist auch nochmal was. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Nö. Aber wenigstens ein paar Brote. So. Alter, ey, schon wieder gestorben, ey. Aber wir haben die Perle. So. Dann brauchen wir ein bisschen Lohrücken. Will ich mal die Plattform abreißen hier? Okay. Random ist was aufgefallen bei Project Cars Liga Spargel, dass die Ampeln irgendwie bei jedem unterschiedlich angefangen haben, grün zu leuchten. Also, dass jeder einen anderen Start sozusagen. Das sind die Frühstarts oder was? Ja, genau. Und jetzt wollen sie sehen, ob das nach dem Update jetzt behoben wurde oder nicht. Und wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich einen fliegenden Start, aber nicht den voreingestellten, sondern dann nach. Dann machen wir eine Formationslab, sozusagen eine Einführungsrunde. Alles klar, ja, müssen wir schauen. Gut, dass wir noch, gut, dass es da noch zwei Testrennen gibt, bevor die richtige Season anfängt. Das ist echt schade, dass das noch so verbuggt und asynchron ist. Das ist echt schade, ey. So, Prost. Auf Kati. So, ich inhaliere mal kurz, bin gleich wieder da. Nee, hier im Chat erst, also ich quatsch noch, bin noch da. Zu machen hier. Palutenfaker, hi, grüß dich, willkommen im Stream. Jo. Wir hatten das Daumerspargel, dass wir ein Rennen gemacht hatten und dann hattest du auch irgendwie einen Frühstart und wurdest dann direkt disqualifiziert. Ja, genau. Ne? Ja. Genau. So, Spargel, wir haben alle Perlen. Kann ich dir die mal geben? Dann kannst du die. Obwohl, ich pack die erstmal in die Tiere-Drop-Kiste. Die will dann auch keiner klauen. Nö. Vielleicht kommt ein Enderman und holt sich die wieder raus aus der Kiste. Das kann natürlich passieren. Will er wieder haben. Ja. Ah, ich hab noch ein Dings gekriegt. Wo ist meine Hose denn schon wieder kaputt, oder was? Meine Hose ist kaputt, Spargel. Du bist jetzt ohne Hose hier rum, oder was? Ja, ich laufe ohne Hose rum. Ich habe meistens nur ein T-Shirt auch an, Real Life. Auch genau wie ich. So. Erstmal Inventar wieder aufräumen. Hier ist immer so viel Zeug drin auf einmal. Wenn man dann gestorben ist, wieder alles so unsortiert und so durcheinander im Inventar. Ach, siehst du, was ich ja noch machen wollte? So, du und du, bitte einmal paaren. Und wieder hinsetzen und den Kies wieder abbauen. Und dann einmal du. Oh, Tier kann nicht in Liebesmodus versetzt werden. Die Zuchtobergrenze für Wölfe wurde erreicht. Schade, konnte ich nur noch einen nachzüchten. Palutenfaker, das ist das das Stadt-Texture-Pack. Ist das hier? Ah, Random wollte das synchronisieren, weiß, den Start von Rampage und ihm. Und wollte das dann halt genau auf die Sekunde synchronisieren und das mit den grünen Ampeln dann abgleichen.
Aber da ist ihnen dabei aufgefallen, dass es nicht synchron war. Dass bei jedem Spiel sowas online läuft, dass das irgendwie alles nur so Na, auserkommt. aber Das sind wir bei beim GTA schon. Rennsimulation sollte das nicht so sein. Eigentlich nicht, aber. Gerade bei den Ampelnaggern, das sollte schon irgendwie synchron sein. So, Spargo, was machst du gerade? Ich habe hier gerade mal was beseitigt, was mir schon lange auf den Sack ging hier. Was denn? Diese komische Hügel hier, neben Viehstall hier. Hügel nehmen. Ach, da hinten. Da bist du. So Riesenfläche jetzt hier, ey. Schon wieder so ein Schatten. Von der Plattform noch. Schon wieder hingestrudelt, Spargel hier. Unter die Plattform. Ich konnte es nicht mehr halten, tut mir leid. Alter, das leckt hier bei dir auch? Nee. Wieso? Was leckt denn? Spiel. Nee, bei mir ist alles gut. Ich überlege gerade, ob ich die Landzunge hier auch noch ein bisschen mit weghaue. Landzunge? Ach, das hier. Naja, die Erhöhung hier. Ja, das kannst du ja, warte mal. Das kannst du ja bis hier so abtragen ungefähr. Warte mal. Hier so. Die Reihe. Ja, ne? Ja. Das müsste ja passen. Oh, im Chat wird sich gerade, werden gerade harte Diskussionen geführt. Punkt, Punkt. Vielleicht kriegen sie das ja noch irgendwie. Ja, mal gucken, was sich durch den Patch dadurch geändert hat, ne? Ich hoffe mal, Wahrscheinlich dass gar nichts. dadurch. Ja. Und das, was wirklich wichtig ist, das patchen sie immer nicht. Jetzt läuft es noch schlimmer. Ja. Luca fragt, zockst du heute nochmal GTA? Ich werde heute noch GTA zocken, aber nicht streamen. Jetzt nach dem Stream werde ich wahrscheinlich erstmal schön Mittag machen. Dann erstmal schön was futtern. Und danach spiele ich dann nochmal GTA. Chrisnology, hello. Welcome to the stream. Willkommen. Alter, ist das laut. Ja, ne? Im Gegensatz zu Sand. Oh, so. Gut. Dein Dach ist doch schon fertig, ne? Das Dach ist fertig, ja. Dann kannst du auch die Treppe hier abbauen. Die kann auch weg, ja. Das hässliche Haus hier. Ja, sieht gut aus, Spargel. Oh, guck mal hier. Ist da ein Ein Enderman? Enderman drin. Echt? Da war da eine. Hier war einer drin. Ich habe gerade einen gehört, eben. Nee, der hat die Tür geklaut, der eine Typ hier. Ah. Das Sand ist runtergefallen. Ah, ich habe einen Enderman gerade gehört jetzt. Wo ist der? Irgendwo auf dem Sorry. Dachboden ist auch ein Zombie Nee, unterwegs, glaube ich. am Dachboden ist nichts. Ich durchsuche mal deine Ich werde das Räume. wohl doch durch Wolle ersetzen hier. Ist In auch dem Sand ist nichts. es zu dunkel. Muss ja nicht unbedingt weiße Wolle sein, vielleicht grau oder mal gucken. Ja. Nee, ich sehe keinen Enderman. Egal. Ist hier nicht irgendwo Eingang beim Ausgang irgendwo hier oben? Nee, das ist hinter der Baumschule irgendwo, ne? Nee, warte mal, nee, das muss hier sein. Das ist bestimmt irgendwo eine Höhle unter Hier meinem Haus. war das. Irgendwo. Ach, da wo Hier diese Holz. war der Eingang. Und der Ausgang war nachher hier, wo jetzt die Baumschule ist. Hier irgendwo. So. Mojo hat seine Pommes-Schranke fertig. Ja, Pommes rot-weiß. So, Inventar leer machen und dann fangen wir ja langsam an, ne? Was auch immer. Ja.
und hat noch mehr Box, noch mehr Bugs. Wird wohl kein Boxenstopp geben dann. Kein Boxenstopp? Nee, weil es auch einen blöden Bug gibt wieder. So wie das, was du hattest, da wo die ganzen Punkte mit mir rumflattern. Nee, nicht unbedingt das. Er hat noch einen anderen Bug gehabt. Dass er da im Reifenwechsel war und dann sein Auto irgendwie ganz komisch gerührt hat. Und Reifen auf 160 Grad hochgegangen. What the fuck? Oh Mann, ey. Na, schade, dass es solche Bugs noch gibt. So, du hattest eine Dings, ne? Eine Sandsteinkiste gemacht. Sandsteinkiste. Ne? Oben oder wo? Unten im Keller, neben deiner neuen Sandkiste. Wieso haust du da nichts rein? In den Rahmen? Ah, den vergessen. Spargelrage. Sonst finde ich die doch nie. Sonst finde ich die doch nie. Hattest du mir die Enderperle jetzt gegeben? Nee. Nee, die ist in der Tierertopkiste. So, Kies habe ich noch. Feuerstein. Weizensamen. Oh, schon wieder der 3-Knopf eingedrückt. Und das war nach dem Patch. Schreibtrende. Ja, super. So, dann würde ich sagen, erstmal Grundstein legen, ne? Und ich würde erstmal sagen. Knacken. Ist schwer knacken, ist schwer Angst zu sterben. Das brauchen wir nicht mehr. Mojo, habe ich überhaupt guten Appetit gewünscht? Guten Appetit, Mojo. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es vergessen, ich Arschloch. Oha, und wahrscheinlich machen sie den mechanischen Schaden an, ja. Oha! Aber nicht auf der Nordschleife. So. Monaco ist das auch ganz böse, glaube ich. So, würde sagen, wir fangen vielleicht mit Halbsteinen an, und zwar Cleanstone Halbsteine. Vielleicht als erste Schicht, weißt? Ich baue es mal so. Nehmen wir mal mit. Dann gehen wir mal dahin. Da muss man seine Temperatur im Auge behalten. Ne? Oh ja, oh ja. Das ist mir auch schon öfter passiert, wo ich mechanischen Schaden hatte. Dann musst du bei dir nochmal einstellen, dass du das Display umschalten kannst. Ja. Dass du das überwachen kannst dann. So, ich würde sagen, wir würden außen noch so ein bisschen Platz lassen, dass wir da irgendwie so draußen auch noch Tische und Stühle stehen haben, oder was? Ja, eine Terrasse, sowas, ne? Ja.